Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute öffne ich Brawlboxen. Und zwar habe ich ein bisschen was gesammelt, 30 Stück. Und die werde ich heute mit euch öffnen und hoffen, dass ich auf jeden Fall was richtig Geiles darin haben werde. So, also. Ich würde sagen, ich öffne die ersten. Oh, ich bin so gespannt. Wünscht mir Glück, Leute. 13 Münzen auf jeden Fall. 4 Powerpunkte für Bull und für Colt 4. Also das ist schon mal nicht schlecht. Für die erste, also jetzt habe ich noch 29 Stück übrig. So, und die nächste. Leute, jetzt geht's ab hier. Okay, 13 Münzen. Und für Bull 5 Powerpunkte. Also ist schon... Für Karl haben wir auf jeden Fall 6 Powerpunkte. Oh Mann, ich... Also, 30 Münzen. Für Karl 5 Powerpunkte. Und für Pam 6. Oha, oh nice. Sogar 3 Juwelen am Start. Das ist schon mal besser als die Boxen davor. So, ich würde sagen, jetzt öffne ich auf jeden Fall die nächste. 23 Münzen und 6 Powerpunkte für Bull. So, für Karl haben wir 6 Powerpunkte. Oh Leute, ich bin sogar hyped, was da so drin sein wird auf jeden Fall. Und 16 Münzen. Also das sind nur Kleinigkeiten jetzt, aber ist okay. 6 Powerpunkte für Pam und für Poco 10 Powerpunkte. Und noch als Bonus 2 Ereignistickets. Oh Mann, ich komme mir vor wie Nachrichtensprecher. Und next. 50 Münzen auf jeden Fall, das ist nicht schlecht. 6 Powerpunkte für Poco und 25 für Kult und ein Ereignisticket. So, next. Oh Mann, Leute. 15 Münzen auf jeden Fall am Start. Für Nita 6 Powerpunkte. Für Rico 6 Powerpunkte. Und nächste. 13 Münzen auf jeden Fall am Start. Für Shelly 6 Powerpunkte. Für Daryl auch 6 Powerpunkte. Oh Leute. Es geht ab. 12 Münzen, das ist nicht so krass. 5. Oh, das war, glaube ich. Wer war das eben? Das habe ich jetzt übersehen. Auf jeden Fall für Kult 8 Punkte und 2 Ereignistickets. Und next. 30 Münzen auf jeden Fall. Für Rico 4 Powerpunkte. Für Bali. Oh ja, jetzt haben wir noch 20, das heißt 10 haben wir schon geöffnet. Ich bin sogar hyped auf jeden Fall. 13 Münzen, eigentlich ziemlich low. Dann für Rico 6 Powerpunkte. Für Nita 7 Powerpunkte. Also das wäre jetzt nichts Überragendes auf jeden Fall. 21 Münzen, für Barley 4 Powerpunkte und für Penny 8 Powerpunkte. So, 30 Münzen, für Bull 5 Powerpunkte und für Rico 6 Powerpunkte. 17 Stück haben wir noch. 15 Münzen, für Pam 6 Powerpunkte, für El Primo 15, das ist schon mal gut, da ich den Boxer sehr oft spiele. Schreibt mir auf jeden Fall Hashtag ScheißBoxer in die Kommentare. Und 2 Ereignistickets. Okay, es wird langsam weniger. Wir haben schon gleich Bergfest, beziehungsweise die Hälfte. So, auf jeden Fall jetzt 30 Münzen. Für Shelly 15 Powerpunkte. Das ist doch schon, ja, ordentlich. Für Poco 25. Oh, noch besser. Also, oh, gut. So, und jetzt 13 Münzen. Für Kult 4 Powerpunkte. Und für Bull 6 Powerpunkte. Und... Das ist schon mal richtig nice. Markenverdoppler. 2x plus 200. Also nicht schlecht. Markenverdoppler hatte ich bisher noch nicht. So, Leute. Und weiter geht's. 13 Münzen. Für Kult plus 4 Powerpunkte. Für Pam 15. So, Leute. Jetzt 13. Gleich haben wir nur noch 10. Da haben wir schon ein Drittel durch. So, 30 Münzen. Für El Primo plus 4. Plus 4 ist ja doch ein bisschen mau. Für Poco plus 6. Na, ist auch nicht geil. Also. So. Und next. Plus 20 Münzen. Für Kult plus 6, für Barley plus 10, weiter geht's. Plus 14 Münzen, dann haben wir Poco plus 4, El Primo plus 5. Okay, jetzt noch 10 Stück, ein Drittel haben wir schon. Go. Plus 30 Münzen. Kult plus 5, Shelly plus 5. Also, das war ja auch wieder gar nicht. Oh Mann, Leute, ey, das ist echt. Jetzt haben wir auf jeden Fall 12 Münzen. Für Nita plus 7, für Penny plus 10. Also... So krass ist das jetzt nicht. Oh, 12 Münzen wie Mau. Bull plus 4. Poco plus 6 auf jeden Fall. Leute von heute, also das geht jetzt gar nicht so ab gerade. Plus 30 Münzen. Rico haben wir plus 5 Powerpunkte auf jeden Fall. Kult haben wir plus 6 Powerpunkte. Oh Mann. Jetzt haben wir auf jeden Fall 18 Münzen. Powerpunkte für Karl haben wir 4. Bull haben wir plus 6 Powerpunkte. Okay, jetzt haben wir noch 5 Stück, Leute. Es geht ab auf jeden Fall. 18 Münzen haben wir am Start. Plus 10 Powerpunkte für Shelly. Poco haben wir plus 25. So, Leute, jetzt noch 4 Stück. Jetzt geht's ab hier. Oh mein Gott. Nice. So, auf jeden Fall haben wir hier Piper gezogen. 2 von 3 epische Brawler fehlen noch. Also richtig nice. So, Leute, 3 Boxen haben wir noch.
Und, okay, 50 Münzen. 8 Powerpunkte für Shelly. El Primo auch 8. Okay, zwei Stück haben wir noch, Leute. 13 Powerpunkte. Plus 6 für Bali. 13 Münzen, sorry. Plus 25 Powerpunkte für Daryl. Und ein Ereignisticket. So, und jetzt haben wir die letzte. Und go. Okay, 17 Münzen ist low, komplett gar nichts. 25 für Bali, das ist schon mal, ja, schon besser. Rico haben wir auch 25. Und 3 Juwelen, nice. Auf jeden Fall hat sich meiner Meinung nach schon irgendwo gelohnt. Teilweise war da aber auch gefühlt gar nichts drin, also echt low. Auf jeden Fall über Piper habe ich mich sehr gefreut. Das soll es auch gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine positive Wertung. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und vor allem Videovorschläge. Und ciao.